Das weltweite Straßennetz. Unendliche Weiten. Das sind die Abenteuer des Captain Mike, der mit seinem 550 PS starken LKW unterwegs ist, um Terminfrachten dorthin zu bringen, wo nie ein LKW-Fahrer zuvor gewesen ist. Auf ihn ist Verlass. Herzlich willkommen da draußen, ihr Zuschauerinnen und Zuschauer. Vor den Empfangsgeräten, der Wehofner spricht wieder zu euch. Heute am, was ist denn heute eigentlich? Ich glaube, Mittwoch ist heute. Mittwoch, der zweite Tag nach Ostermontag. Und wir befinden uns wieder im Eurotruck-Simulator. Ich sag, oh, dieses Spiel ist geil, einfach nur geil. Deswegen, ja, bin ich wieder on Tour. On the road again. Und wir sind immer noch dabei, uns Geld für unseren Equipment zusammenzusparen. Wir haben erst, wir sind fast bei 50.000 Euro. Also, würde ich sagen, auf geht's wieder. Wir waren zuletzt in Duisburg gewesen. Und wollten ja von Duisburg nach, nicht Amsterdam, nach Groningen fahren. Komm, jetzt enttäuscht mich nicht. Warte mal, wir haben herausgefunden. Man drückt auf Duisburg und stellt man alles. Was man braucht, da ist es. Den nehmen wir auch. Kriegen dann 4.000 Euro. Wir fahren mit einem DAF, wenn ich das jetzt richtig sehe, aus der Entfernung hier. Auftrag angenommen. Und ab dafür. Ja, was ist da draußen los jetzt gerade? Ich glaube, die liefern gerade meinen Truck, du. Falls ihr die Geräusche hören solltet. Ja. Ich muss mal eben das Rollo hier zumachen, das blendet ein bisschen. Falls das gehört haben solltet. So, hab gerade hier das Rollo runtergemacht und los geht's. Ah, wir haben DAF, da war gerade die Einschaltmeldung. Ja, ich weiß nicht, was draußen gerade los ist. Warte mal. Ich wollte mir den Wagen nochmal kurz angucken. Okay, da ist er. Aus Hamburg. Haha. LKW. Und jetzt soll wahrscheinlich hier LKW, wie heißt er nochmal? LKW August oder LKW, ich habe keine Ahnung. Da fährt immer, da fahren immer so LKWs durch die Gegend. Da ist immer ein Name drauf. Ich habe vergessen, wie der heißt. Wahrscheinlich ist das einer von diesen LKWs. So, wo müssen wir lang? Wir müssen natürlich über links rausfahren. Warte mal. Na, und auf geht das. Wie lange sind wir unterwegs? 4 Stunden. Hey, lau. Nein, ich wollte eigentlich darum fahren. Duisburg bei Nacht und Nebel. Juhu. Ja, das wäre geil, wenn die auch noch so Duisburg noch ein bisschen realistischer nachempfunden hätten. Also was mir noch fehlt, also die haben ja hier eingebaut den Stadtwerketurm und den anderen Turm da als Erkennungsmerkmale. Und so ein bisschen den Innenhafen. Die hätten auch hier noch die August-Thyssen-Hütte reinsetzen sollen. Als Erkennungsmerkmal für Duisburg. Was haben wir noch im Angebot hier? Bergwerk Walsum. Okay, davon ist ja mittlerweile dicht und da steht nur noch ein Förderturm von. Ansonsten so gut wie nichts mehr. Das hätte man auch noch nehmen können. Auf jeden Fall die August-Thyssen-Hütte hätten sie einbauen können. So. Entschuldigung. Haben wir da eine Lampe am Auflieger hinten? Jo, sieht fast so aus, ne? Ah, Mann, immer wieder bin ich, wenn ich krass Gas gebe, dann muss ich krass bremsen. So, jetzt müssen wir nach Oskarbrück runterfahren. Uah! Ui! Mm-hmm.
Aber das ist nicht als Unfall gewertet worden, ne? Auch nicht schlecht. So sehr ich das Spiel feiere, das Spiel hat aber einige kleine Negativpunkte. Also normalerweise wäre jetzt hätte ich jetzt ziemlich, und der andere fährt auch noch weiter, also das wäre eigentlich ziemlich ein kräftiger Einschlag gewesen im Real Life. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt und wie gesagt, einige Sachen, die man in den alten 18 Wheels Teile eingebaut hatte. Zum Beispiel hier, dass bei einem bestimmten Neigungswinkel, wenn du mit der Zugmaschine fährst, dass dann der Anhänger sich auskoppelt, abkoppelt, das ist hier irgendwie da abgestellt worden. Ihr habt ja gesehen, letztens bei einigen Manövern, die ich hier im ETS 2 und im ATS gemacht habe, da hätte, im Real Life hätte es da einige Probleme gegeben. Oder jetzt hier zum Beispiel, dass wir hier gegen den LKW gehöppelt sind. Da hätten wir zumindest hier ein paar Risse in der Frontscheibe und was weiß ich. Der Wagen hat bestimmt auch keine Beule. Wir hätten jetzt bestimmt ein paar Schäden, aber sobald du, das habe ich im ATS getestet, sobald du aber so einen kleinen Höppel hier rammst, hier mit 5 km/h, hast du gleich sofort ja 3-4% Schaden. Das habe ich mal getestet, indem ich einfach mal so eine Testaufnahme gemacht hatte und dann, weil ich mal gucken wollte, wie stabil jetzt gerade die OBS läuft, und dann bin ich einfach nur ohne Plan gegen alles gefahren, was ich gesehen habe. Ja. Na, guck mal, die sind sogar beleuchtet hier, die Schilder. Das gibt's im Real Life eigentlich gar nicht bei uns. Nicht mehr zumindest. Früher hast du es gehabt hier im Ruhrgebiet, auf A42, weiß ich ja noch, wo ich klein war, dass die Schilder beleuchtet waren. Aber heutzutage sehr, sehr selten. Nur noch sehr, sehr selten. Also auf A42 sehe ich sowas nicht mehr. Ich sage ja, früher waren irgendwie fast alle Verkehrsschilder beleuchtet, in einigen Städten. Aber heute, wir müssen ja Strom sparen. So, wenn wir gleich hier geradeaus irgendwie fahren können, dann gucke ich mal nach. Ach komm, Yogi, jetzt gib doch mal Kette hier ab dafür. Ich versuche jetzt gerade mal schnell einen Blick auf meinen LKW zu erhaschen. Keine einzige Beule, keine einzige Beule. Wie geleckt der Wagen. Da sieht man doch nicht mal, dass man einen Zusammenstoß hatte. Hm. Ich sage, wie hieß das Spiel hier? War das hier? Oh, ich habe nämlich gestern nochmal die ganzen 18 Wheels of Steel Videos hier Let's Show technisch angeguckt, die ich Let's Show technisch gemacht habe, so rum. Und wie hieß das Ding nochmal? Ich glaube, das war der zweite 18 Wheels of Steel Teil. Ich meine, Across America. Wo man dann, genau, wo ich irgendwas gerammt hatte und plötzlich war der Wagen sowas von verbeult und zerknittert vorne. Was war das denn jetzt? Ist der schon wieder abgehoben? Da mach ich gleich vor Schreck, wer die Scheibenwischer an, du. Ah, hier ist jetzt keine Vorfahrt achten, ne? Ne, jetzt muss er Vorfahrt achten, okay. Genau, Autobahn zu Ende, fahren wir 50. Ne? Wie schnell darfst du hier fahren? Das Landstraße ist, würde ich sagen, 90. So, und ich darf nicht aus dem Fenster gucken, meine Herren. Guck mal, wie die Sonne wieder aufgeht gleich. Hui. Ich darf nicht aus dem Fenster gucken. Oh, das ist so geil. Das ist so geil, meine Herren. Ich sage, ich feiere das Spiel so sehr, ich bin immer noch feucht im Schritt, du. Ah.
Das erklärt, warum ich immer noch hier am Fahren bin. Also ich mache Überstunden auf dem Bock, du. Das geht auf keine Kurt mehr. Apropos Überstunden, wann schläft eigentlich unser Fahrer hier? Oder macht das automatisch, wenn man eine Fracht gemacht hat, man im Hauptmenü ist? Weil im Unterschied zum German Truck Simulator, da bist du ja Aufträge gefahren, aber du bist ja beim selben LKW gefahren, musst du ja für denselben Auftraggeber fahren, für denselben Chef, und er hatte ja die Fuhre ausgewählt. Und dann musstest du pennen. Aber hier irgendwie, du fährst ja nur eine Fuhre. Das ist irgendwie, du bist Freiberufler, irgendwie sowas ähnliches, ne? Oder in gewisser Weise bist du ja auch hier so. Du bist ja schon selbstständig. Und du suchst ja quasi deine Angebote selber her, die Frachten selber aus schon. Allerdings mit Unterschied, dass du noch für jemand anders fährst. Mit seinem LKW. Und ich glaube, wir pennen automatisch, wenn wir ins Menü gehen, wenn wir hier so eine Fracht beendet haben. Weil das erklärt auch, warum man dann immer von einer Stadt zur nächsten fahren kann. Eher gesagt, du siehst dir die Aufträge entweder, wenn du jetzt gerade in Duisburg warst, kannst du ja schon sagen, so, jetzt zeig mal eben von London nach Amsterdam und so weiter. Sodass du dann zwischen den einzelnen Fuhren irgendein Taxi hinterher pendelst oder zwischendurch mal pennst. Weil ich habe jetzt nie so richtig hier auf die Zeitanzeige geguckt. Ja, und davor habe ich jetzt vergessen, was ich erwähnen wollte. Außer, dass ich jetzt noch immer noch feucht im Schritt bin. Und der Björk fährt vor uns her. Einfach nur geil, die Gegend. Ich sage, das Spiel mag immer noch einige Fehler haben. Ich sage, wie zum Beispiel hier, dass einige Straßen, hier die Autobahnen nicht so richtig sind. Oder dass sehr viele Autobahnen fehlen im Ruhrgebiet besonders. Aber dafür feiere ich den Rest immer. Da haben die sich echt Mühe gegeben, muss ich sagen. Sonst, wie gesagt, sonst wäre ich nicht so feucht im Schritt. Bin mal gespannt, ob hier wirklich irgendwelche so DLCs rauskommen mag. Hier so ältere LKWs, ich sage so aus den 70ern, 80ern so. So, also als Oldtimer-Package oder sowas. Dann weißt du sofort, was ich nehmen würde. Dann würde ich mir sofort einen Volvo schnappen. Ein Volvo F10. Und dann, wenn man jetzt dann noch so irgendwie die Farbe dann ändern kann, dann möchte ich den natürlich blau machen. Der alten Zeiten wegen. Wie gesagt, mein Paps hat ja mal einen blauen Volvo gehabt. Das könnt ihr bei mir auf dem Kanal sehen, das Kanalbanner. Der blaue Volvo, das ist der nämlich. Und wenn es dann noch den originalen Auflieger als Zusatz geben würde. Unseren alten originalen Kipper, dann weißt du, wie ich durch die Gegend fahre. Einen blauen Volvo F10, 280 PS und mit dem Auflieger, ne? Oh Mann, wie gesagt, aber ich würde ja selber gerne, wenn ich wüsste, wie es geht, würde ich mir das Ding selber machen. Sag, ich habe ja schon versucht, zu Zeiten von Klingon Academy und von Vice City ja selber mir die Objekte zu machen, aber für Klingon Academy hätte damals Lightwave 5.5 haben müssen. Oder 5.3, das war damals schon schwer zu kriegen. Weil ich glaube, damals war schon die 7 irgendwas Version draußen. Und die hat selbst schon Schweinegeld gekostet, weil Lightwave, zumindest damals, die Software war, mit dem zum größten Teil auch in Hollywood die CGIs gemacht worden sind. Die ganzen Computeranimationen und so. Und Vice City habe ich sowas auch, wollte ich sowas auch machen, aber da war dasselbe gewesen. Da musst du auch ein spezielles Programm haben. Ich glaube, das war 3D-Studio, was dann auch wieder Schweinegeld gekostet hätte.
glaube, da gab es noch den 3D-Modeller, womit man was machen konnte. Der war, glaube ich, Freeware gewesen. Aber da bin ich ja schon mal im Erstellen der Objekte gescheitert. Und wie gesagt, wenn ich wüsste, wie es hier funktionieren würde, würde ich mir auch mal rantrauen. Ja, irgendwie der Björk da vorne, der stört mich ein bisschen. Da würde ich jetzt am liebsten überholen, aber ich kenne ja, wenn ich jetzt hier ausschere mit meinem Elefanten hier, du, dann kommt genau zu dem Moment ein Auto von vorne. Na, ich sehe ja schon Lichtkegel da hinten. Ah, die Sonne. Ah, die Sonne geht auf. Hohoho. Ein Sonnenaufgang. Geil. Jetzt den LKW hier abstellen irgendwo, wenn noch Wasser ist, hier am Wasser, am Wasser, und dann ist eine Baustelle hier. Eine Baustellenampel wieder. Zum Glück ist das uns keiner. Wo kommt der denn her? Aus Essen oder wo? Ich hab's doch gerade gesehen. Oh, diese. Oh, der Aufgang da hinten. Mann. Und die Baustelle. Geil. Einfach nur geil, Leute. Einfach nur geil. Ich würde jetzt hier stehen bleiben und mir das Ding angucken, wenn ich keinen Zeitdruck hätte. Aber ich finde den Zeitdruck, der ist hier nicht so, nicht so streng wie damals im GTS, also der zu kurz vor Ankunft schon, naja, noch nicht kurz vor, aber da hätte schon die Musik im Nacken gehabt, so nach dem Motto, so, jetzt fahren wir ein bisschen schneller, das Essen wird kalt, Papi will zeitig essen. Oh, der Sonnenaufgang da hinten, das ist so geil alles. Ich sage, wenn ich fand das Ganze ja den Aufgang schon geil oh, guck mal. Ich fand ihn ja schon geil in Hard Truck 18 Wheels of Steel und in Howling fand ich ihn noch besser. Aber hier, boah, meine Herren. Ja, ich weiß nicht, ob ich schon mal im Real Life in Groningen war, aber das ist mein erster. Na, wir müssen auf die zweite Spur. Und da ist Björk ja schon wieder. Ich weiß gar nicht, ob er mir vorhin so Gas gegeben hat, hör mal. So, und jetzt müssen wir links. Da wo Björk... Na, nee, Björk fährt nicht. Okay, wir müssen hier rein. Bin mal gespannt, ob uns gleich der LKW vorhin gut geschrieben wird. Ist gut. Ja, nee... Lassen wir uns da mal die Punkte flöten. Warte mal. Na komm, weißt du was? Heute bin ich mal. Heute will ich nicht einparken. Nee, der LKW ist nicht gewertet worden. Auch nicht schlecht. Ja, also im Real Life wäre mir das nicht passiert, hör mal. Okay, hätten wir jetzt noch die Punkte gemacht, hör mal, mit Dings, dann. Wären wir jetzt schon Level 6 gewesen. So. 20 Minuten sind jetzt erstmal rum. Ich würde sagen, dann mache ich hier im Real Life erstmal Pause. Also nicht im Real Life, ich mache weiter, bevor ich mache ich Pause. Und dann sage ich mal, wir sind im nächsten Teil wieder. Okay, bis dann. Ciao. Mit O.